Ja. Guten Tag, lieber Steinfeger. Ja. Emilia Hart ist mein Name. Wir Okay. haben schon gesprochen, ja? Kann sein. Also, sind Sie jetzt verfügbar? Ja. Okay, also, wenn Sie möchten, wir können Ihr Konto aktivieren. Ja. Okay. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder einen ganz besonders schönen Anruf mitgebracht von einer netten Trading-Abzockerin. Die nette Dame haben wir hier tatsächlich auch schon des Öfteren auf dem Kanal gehört. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Haben Sie Visa-Card, ne? Senf. Wie bitte? Ja. Okay, Herr Steenfeger, sind Sie am Computer oder am Handy? Honigbiene. Wie bitte? Ja. Computer oder am Handy? Am Computer. Okay, also bitte gehen Sie auf unser System, auf unsere Plattform, Blumenwiese. benefit.com. Und dann? Bitte schreiben Sie Hagelschaden. benefit.com. Ja, da bin ich drauf. Okay, was sehen Sie gerade? Auf der Webseite? Ja. Bei Ihnen sägt da einer im Hintergrund was. Sie können einloggen. Senfpanade. Hallo? Ja, ich höre Sie. Aber Sie sagen ja gar nichts. Also, bitte schreiben Sie benefit.com. Ja. Das ist unsere Plattform, heißt Benefit. Benefit.com, ja? Und nun? Hallo? Ja. Haben Sie gemacht? Ja. Und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Passwort ein. Okay. Okay. Weiter. Ja, und dann Gurkenwasser. Was muss ich jetzt machen? Also, sind Sie jetzt online? Ja. Nein. Doch. Hier oben steht Account, Trading Room, Deposit, Logout, Menü. Ich kann Ihnen online nicht sehen. Weiß ich nicht. Und dann steht hier Account Summary, Personalinfo, Deposit, Wisdrawal, Interval, Transfer, Transaktionsdokuments, Kreskajare, Trading Room. Chose your Okay. Method. Und was muss ich da jetzt? Klicken Sie Deposit. Aha. Ja, unsere Intelligenzallergikerin hier am Telefon, die versucht ihr Skript aber auch wirklich mal wieder gnadenlos irgendwie durchzuziehen, egal ob das ganze Gespräch noch irgendwie Sinn ergibt. Ihr fällt ja hier scheinbar nicht mal auf, dass ich einfach vollkommen sinnentfremdete Wörter mit dazwischen schmeiße. Tja, aber was will man von so einer Gesichtsgrätsche auch erwarten? Spanferkel. Was muss ich da jetzt machen? Scrollen Sie diese Seite am unten. Honigbienchen. Was mache ich da nun? Jetzt ist da alles drin, so wie das sein muss. Was sehen Sie gerade? Schmetterling. Wie bitte? Da oben ist so ein großes B mit so was Gelbes dran und oben sind so, kommt so Konfetti raus. Und dann kommt Welcome und dann daneben, da hinten steht dann Account und Trading Room, Deposit und Logo und. Okay. Klicken Sie Deposit. Ja. Haben Sie geklickt? Aber natürlich. Hab ich Okay. gemacht. Jetzt steht Okay, da super. ohne Ohrmore of the vieles in is incorrect Blase check also vieles an Dreiaggern. Scrollen Sie diese Seite. Ja. Ab und
ab und zu. Und denn? Was sehen Sie gerade? Ja, so, wo man was tragen kann ein, für so Schreiben rein. Sehen Sie Kreditkart? Jo. Hab's. Alles drin. Und nun? Steinfeger? Ja, ha. Also, wenn Sie Ihr Konto aktivieren möchten, also Sie sollen Ihre Visa-Card, Kreditkartnummer geben, ja? Das ist unser Mindestbetrag 250 Euro. Ja. Okay. Sie sollen Ihre Visa-Card... Sie sollen Ihre Visa-Card-Nummer und alle detaillierte Informationen geben, ja? Okay. Okay. So, habe ich gemacht. Wie schnell? Habe ich rein, ja? Du musst doch nur Kartennummer und so abschreiben, geht doch schnell. Busfahrer. Okay. Spritzgebäck. Was sehen Sie? Das ist eine weiße Seite, also kommt nichts weiter. Steinfeger? Jo. Was ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse? Info@zeichnet. Was? Was ist Ihre E-Mail-Adresse? Na, die da im System drin steht. Ja, genau, aber ich kann nicht sehen für Ihre Sicherheit. Genau, sie kann die Daten nicht sehen aus Sicherheitsgründen. Wahrscheinlich noch aus Datenschutzgründen, ne? Oh Mann, und solche Leute, die wollen euch hier bescheißen am Telefon. Das Schlimme ist, dass die haben damit auch Erfolg. Na, also das, was die hier am Telefon macht, ich meine, die hier hat vielleicht ein bisschen weniger Erfolg, aber grundsätzlich brauchen die ja da bloß ihr Skript vorlesen. Und es gibt tatsächlich, schlimmerweise, Menschen, die da ihr Geld einzahlen. Einfach nur dramatisch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem netten Telefongespräch hier haltet, weil grundsätzlich... Ja, weiß ich nicht, was unsere Evolutionsbremse hier noch am Telefon will. Denn ich schmeiß die ganze Zeit irgendwelche Wörter ins Gespräch rein, die, ja, nichts mit dem Gespräch zu tun haben. Aber gut, sie macht ihr Skript weiter und zieht das knallhart eisern durch. Lassen wir sie mal weitermachen. Oh. Oh. Können Sie mir eine E-Mail senden? Was? Können Sie mir eine E-Mail senden? Ein Happy Mail? Oder was? Eine E-Mail, zum Beispiel können Sie eine Hallo schreiben. An wen denn? Herr Steinfeger, das ist einfacher, ja? An wen soll ich das schicken? Herr Steinfeger, nutzen Sie E-Mail, ja? Ja, natürlich. Das habe ich auf jeden Fall. Und da schreibe ich auch öfters mal eine E-Mail. Und manchmal kommt da auch eine E-Mail zurück. Und dann kann ich da auch manchmal was lesen. Und da steht manchmal auch was drin dann, wenn ich da so eine E-Mail bekomme. Das ist manchmal so, ja. Das ist mir jetzt nicht neu. Das kommt öfters mal vor, dass ich das mal benutze und dann da mal was schreibe. Jo. Ich habe Ihnen eine E-Mail gesendet. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Apfelmus. Ja? Haben Sie erhalten meine E-Mail? Ich geh mal gucken. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail und Stammbad. Entschuldigung. Bitte schön? Ja, ich hab gesagt Entschuldigung. Okay. So, hallo Herr Steinfeger, ich rufe dich an. Kannst du mein Telefon beantworten? Genau. Ja. Also bei dieser Deutsch ist ja wirklich Hopfen und Schmalz verloren. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Das, was die vorhaben, uns irgendwie mitzuteilen, in einen Google-Übersetzer reinzuballern und das dann einfach per E-Mail zu schicken. Dass da nur Grütze bei rauskommt, ist, glaube ich, logisch. Aber, naja, noch schlechteres Deutsch hätte in einer E-Mail tatsächlich nicht stehen können. Ja, aber solche Firmen wollen von euch Geld haben. Und da soll man tatsächlich noch reagieren. Oh Mann. Tja, aber umso besser. Ich hoffe nur, dass niemand auf so einen Quatsch drauf
einfällt. Einfach Wahnsinn. Die klimpert da einfach irgendwas in diesen E-Mail-Text da rein, der wirklich von vorne bis hinten komplett sinnentfremdet ist. Aber tja, es scheint dramatischerweise wirklich zu funktionieren, weil sonst kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie die hier wirklich eisern weiter am Telefon bleiben und immer denken, dass da noch jemand Geld einzahlt. Gruselig. Okay, super schön. Also, ich werde Ihnen eine Aktivation-Link senden, okay? Okay, let's go! Also, Herr Steinfeger, möchten Sie Ihr Konto aktivieren, ne? Ist das wichtig? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie Visa oder Mastercard? Eine Visa-Karte. Hallo? Eine Minute bitte, warten Sie ganz kurz. Hallo? Hallo? Ja? Ich habe Ihnen eine Aktivation-Link gesendet. Ich gucke mal rein. Jetzt! Also ich glaube, aller spätestens jetzt hat dieses Gespräch absoluten Seriositätscharakter verloren. Aber die nette Dame, die bleibt tatsächlich am Telefon und versucht immer noch, ihr Ding da durchzuziehen, was auch immer das werden soll. Man muss sich jetzt hier nochmal vor Augen halten, das Ganze soll eine seriöse Tradingbank sein, wo man letztendlich nachher mit seinem Geld handeln soll. Und die Beraterin hier verkauft sich als seriös und will euer Geld haben. Ja, aber spätestens jetzt sollte eigentlich jedem aufgefallen sein, dass dieses Gespräch hier zu 1000% definitiv kein Abschluss mehr werden kann. Also ich weiß es nicht. Wie? Um Himmels Willen kann man jetzt hier noch am Telefon bleiben. Aber die versuchen es tatsächlich weiter. Und das zeigt eigentlich nur, wie unterirdisch das Ganze dazu geht. Weil sonst, ich finde da keine Worte mehr für. Absolut nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr dafür noch irgendwelche Worte findet. Angekommen! Okay, super. Sie wollen Ihre Bitterkeit-Informationen ausfüllen. Ja. Okay. Habe ich ja. Sicher? Also ich bin auf der Seite jetzt. Sind Sie sicher? Ja, auf der Seite, die Sie gerade da geschickt haben. Wenn Sie gemacht haben, können Sie mehr senden. Was? Wenn Sie gemacht haben, können Sie mir eine Secret-Chat senden. Ein was? Ein Foto. Ach so, ja, na klar. Ja, ich weiß. Tja, und da die Lautstärke hier am Telefon mit den netten Kuhgeräuschen immer lauter wird, brüllt die nette Gegenseite mittlerweile schon ins Telefon, damit ich noch was verstehe, weil sie denkt, ich höre sie sonst nicht. Und die bleibt wirklich am Telefon. Also eisern, die bleibt am Telefon und versucht uns hier weiter das Geld aus der Tasche zu ziehen. Obwohl sie selbst schon bemerkt, dass es ohne Brüllen eigentlich mit der Kommunikation schon kaum noch funktioniert. Und die macht da weiter und weiter und weiter. Ach ja, übrigens, die Kuhgeräusche sind ein Wunsch aus den Kommentaren unter den Videos. Natürlich kann ich nicht jeden Wunsch erfüllen, das würde irgendwann einfach den Rahmen sprengen, aber hin und wieder kann man mal so ein bisschen was durchsickern lassen.
Wie mache ich das? Hallo? Können Sie mir eine E-Mail senden? Ein E-Mail? Ja. Klar. Da steht ein Serverproblem. Was ist ein Problem? Ein Serverproblem. Occurred when trying to process request. Steinfeger. Ja. Können Sie mir eine E-Mail senden? Ach, eine E-Mail soll ich senden. Aber natürlich. Ja. Soll ich auf Antworten klicken? Antworten? Eine E-Mail. Habe ich gemacht, ja? Tja, und die nette Betrügerin lässt sich weiter nerven und vollkommen eigentlich aus dem Konzept bringen, sodass sie irgendwann gar nicht mehr so richtig selber weiß, warum sie angerufen hat. Zumindest macht es hier den Eindruck, dass sie total neben der Spur ist und gar nicht so richtig weiß, wie sie hier überhaupt reagieren soll. Tja, ich denke mal, es wird auch sicherlich nicht ganz so oft vorkommen, dass ein Kunde aus dem Kuhstall dran ist. Naja, oder der Kuhstall mittendrin auf einmal dran ist, obwohl es vorher nicht der Fall war. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber einfach nur dramatisch. Die bleiben wirklich am Telefon, egal wie nervig das Gespräch werden kann. Ich meine, wir hören es hier immer wieder in den Videos, dass sie auch einfach auflegen, wenn sie merken, es bringt nichts mehr. Und der Kunde, der scheint hier nicht seriös zu sein. Aber ich frage mich, an welcher Stelle sie jetzt hier immer noch die Seriosität von dem Gespräch sucht. Und, naja, womit sie irgendwie für sich selbst rechtfertigen möchte, dass das ganze Gespräch hier überhaupt noch im Ansatz irgendwie Geld bringen könnte, ich weiß es nicht. Aber naja, ihr merkt ja schon selbst, wie lange die nette Tante sich hier hinhalten lässt. Einfach nur dramatisch und, ja, gruselig. Ich find's immer wieder schlimm, dass die so lange das Durchhaltevermögen haben. Also ich meine, hier könnte ja jetzt wirklich noch jemand dran sitzen, der vielleicht einfach nur irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber, naja, nach echtem Kuhstall hört sich das Ganze hier auch nicht an. Dass das ziemlich elektronisch ist, und sich eigentlich immer wieder die gleiche Kuh wiederholt. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es ihr aufgefallen ist. Naja, hören wir uns mal noch den Rest an, was sie so zu sagen hat und von sich geben möchte. Und jetzt? Nicht eine E-Mail, wenn Sie eine Aktivation-Link, ja? Ich Ach habe Ihnen so, habe ich gewendet. Nein. Doch. Habe ich gesendet. Eine Minute. Ja. Hallo? Tja, und das war's dann mit dem Gespräch. Ich glaube, hier haben wir denn mit den Tiergeräuschen ein kleines bisschen übertrieben, sodass die Betrügerin allerspätestens hier festgestellt hat, dass irgendwas in diesem Gespräch wohl nicht mehr mit rechten Dingen zugeht und dass es hier wohl kein Verkauf werden kann. Vielleicht hat auch einfach nur der Chef schon mittlerweile abgehört und ja, spätestens der müsste, glaube ich, festgestellt haben, dass wohl hier kein Verkauf mehr zustande kommt. Tja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt an den Daumen nach oben, wenn ja. Wer möchte, der kann mir auch gerne noch was in die Kommentare schreiben, was ihr über diese nette Betrügerin hier so denkt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einem weiteren Angebot auf dem Kanal, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.